Hallo liebe Widerfrau, lieber Widermann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben in der zweiten Junihälfte aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo auch die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, die wir hier einsetzen, aufgeführt sind. Außerdem sind unten auch meine Social-Media-Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt. Okay? Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Also, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von wieder, vom 15. bis 30. Juni, bitte. Wieder vor meinem inneren Auge, vor meinem geistigen Auge habe ich eine Szene, die zu schön ist, um wahr zu sein. Also ich hatte jetzt zuerst eine Szene vor mir. Wo es Bächlein gibt, Regenbogen, ja, Paradies auf Erden. Und dann gibt es dort noch einen Kirschbaum. Und ich habe mir in diesem Moment, habe ich so gedacht, okay, das ist ja auch nicht gerade ein Ort, wo man ewig leben könnte. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel hier Internetanschluss, habe ich mir so gedacht. Und bam, erschien Internetanschluss. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, aber wo sind die Leute? Ich brauche Freunde, Familie auch da. Und bam, erschienen die auch da. Erschienen auch die da, ja. Also all meine Wünsche wurden da in dieser Vision erfüllt. Und irgendwas stimmt nicht damit. Irgendwas stimmt nicht damit. Ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist, was da mir so zack, zack, zack alles gegeben wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass es soweit ist. Es ist noch nicht so weit, dass hier Bächlein sind, ein Kirschbaum, das Paradies und dann alles, was ich mir wünsche, wird mir da erfüllt. Ich hatte das Gefühl, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Das könnte ein Hinweis sein für Lovebombing. Ja, das gibt es, dass Menschen kommen und einen mit Liebesbekundungen bombardieren, um irgendetwas zu verschleiern oder um irgendetwas zu erreichen bei einem Menschen, ja. Schauen wir doch mal, was die Karten dazu sagen werden. Du solltest dich da nicht blenden lassen wieder von all dem, was dir geboten wird. Deine Legung vom 8. bis 14. Juni heißt Man in the Mirror. Da geht es darum, dass du auch deine eigenen Fehler anschaust. Und ich denke, also wenn jetzt die Gegenseite, sagen wir mal, all das, was er, sie mit sich ausmachen musste, ausgemacht hat und so auf dich zukommt und du dann das akzeptierst und sagst, ja, super, jetzt haben wir Frieden, jetzt gehen wir vorwärts, dann werden irgendwann dann deine Fehler hervorkommen, oder? Weil die verstecken sich immer noch irgendwo und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dein Gegenüber einfach so schnell wie möglich hier etwas wieder korrigieren möchte zwischen euch beiden. Und vorerst ist es ihm egal, was du falsch gemacht hast. Hauptsache, ich habe Frieden mit wieder. Schauen wir mal, was die Karten sagen. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von wieder vom 15. bis 30. Juni. Diese hier. Thank you. 37 Drama. Drama, Baby, Drama. Wir haben hier die 7, wir haben hier die 3, Quersumme 10. Drama ist jetzt vorbei. Ich glaube, dass dein Gegenüber sich in einer Transformation befindet, ja, die 7, und dann haben wir hier noch die 3. Bei deinem Gegenüber kommt so langsam die Angst hoch, dass sie dich verlieren könnten, 3 der Kelche. Und das beschäftigt diesen Menschen so sehr, sie können hier nicht mehr fliegen, obwohl sie Flügel haben. Weiß nicht, ob man es da sieht.
Ja, dieses Wesen hier hat Flügel, kann aber nicht fliegen, weil sie so viel Drama im Kopf haben und die Zeit läuft auch noch ab. Ja, hier ist eine Sanduhr und in einer solchen Situation kann ein Mensch durchaus dazu geneigt sein, es ein bisschen zu übertreiben. Ja, Lovebombing, Lovebombing. Schauen wir mal. Ah, und hier haben wir übrigens so ein Herzschildchen, ja, und in der Mitte ist so ein Pfeil, den man drehen kann und der Zeiger kann dann stehen bleiben bei ja, nein, ja, nein, ja, nein. Liebt sie mich, liebt er mich, steht hier drauf und dann ja, nein, ja, nein, ja, nein. Die Zeit läuft gleichzeitig ab und man kann eigentlich fliegen, aber doch nicht. Das ist eine sehr stressige Karte hier. Eine sehr stressige Karte. Schauen wir mal. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Widder vom 15. bis 30. Juni, bitte. Und dieses Wesen hat halt auch die Augen verschlossen, ja. Es mag nichts mehr sehen, es mag nichts mehr hören, Hauptsache vorwärts. Ja, da gab es Probleme, ich weiß, egal, jetzt lass uns vorwärts gehen. So ein bisschen in diesem Stil hier. Sechs der Schwerter. Alles, was ich jetzt, wo sind wir? 6 Minuten, 30 Sekunden. Alles, was ich jetzt erzählt habe, in einem Bild zusammengefasst. Hauptsache, wir machen Frieden wieder, sagt dieser Mensch. Hauptsache, wir machen Frieden. Hauptsache, wir finden einen gemeinsamen Nenner. Hauptsache, wir fahren gemeinsam fort. Ja, vor drei der Kelche hat dieser Mensch Angst, also dass du bei drei der Kelche bist und deinen Spaß hast und sie dann drei der Schwerter abbekommen. Hier haben wir sechs der Schwerter, doppelte Energie. Sie wollen dich nicht an jemand anderen verlieren und möchten jetzt einfach mal Frieden machen. Ich will jetzt einfach nur Frieden, sagt dieser Mensch. Und die Probleme, die nehmt ihr mit. Die sind hier auf dem Boot, die werden dann hochkommen. Ja? Es gibt hier dann noch 7, 8, 9, 10 der Schwerter. Ich glaube wieder, ich glaube, dein Gegenüber leugnet hier überhaupt nicht, dass hier Probleme sind. Sie sagen einfach, ich will es mit wieder zusammenlösen, nicht getrennt, weil wenn wir getrennt sind, dann riskiere ich, dass wieder mir abhanden kommt. Ja? Weil nach der 6 kommt dann die 7 wieder, wieder diese Transformation, aber dieses Mal seid ihr dann zusammen. Okay? Königin der Kelche, du sagst ja. Du sagst ja, du willst kein Drama mehr, ja, auch ein sehr wässriges Bild. Du sagst hier, ja, ist gut. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Liebe. Wir zwei, wir lieben uns und lass uns den Rest gemeinsam lösen und nicht getrennt. Okay? Weil alleine hast du das Gefühl, dass diese Last dich auch erdrückt wieder. Hier siehst du so ein Wesen, das erdrückt wird regelrecht. Das sieht aus wie ein Engel. Deine Engel können nicht alleine mit diesem Problem fertig werden. Die müssen hier kooperieren mit den Engeln deines Gegenübers sozusagen, ja? Der Turm, ein Umbruch ist was Gutes, ist was Gutes. Ein Umbruch. Das Ganze bricht zusammen, damit etwas Schöneres entstehen kann, ja? Damit ihr hier wieder einen guten Ausblick habt. Die Turmkarte hat keine Türen. Man kann da nicht einfach rauslaufen. Man kann nicht sagen, oh shit, dieser Turm, den wir da gebaut haben und in dem wir jetzt wohnen, der ist echt hässlich. Ja, ich gehe jetzt raus und wohne woanders. Das geht nicht. Es muss knallen. Und das ist dieser Knall, den ihr erlebt. Und im echten Leben gibt es keinen Turmsturz. Es stürzt nicht ein Turm ein. Im echten Leben ist das ein Umbruch in der Beziehung. Man lässt all das, was bisher geschehen ist, lässt man zusammenkrachen, ja, um wieder Aussicht haben zu können auf etwas Positives. Gemeinsam, gemeinsam.
Dieser Mann hier bei drei der Stäbe wartet hier stets auf den Sonnenaufgang und ihr müsst das alte Paar, das zwischen euch, das ihr wart, ja, diese alte Verbindung, die ihr wart, dieses alte Wiederherzensdame, Wiederherzensmann, das ihr wart, das müsst ihr auseinanderbrechen lassen. Also so virtuell betrachtet trennt ihr euch. Aber nur virtuell, nur auf Papier, okay, um zusammen sein zu können. Okay, um dann hier sechs der Stäbe erreichen zu können. Erfolg durch diese Taktik hier, durch diese Strategie hier. Drei der Schwerter. König der Schwerter. Und das ist genau das, was ich dir vorhin gesagt habe, wieder. Ja? Ich sage das jetzt an euch beide. Seid hier nicht allzu übermütig, seid hier nicht allzu überoptimistisch. Bleibt optimistisch, ja, aber seid hier nicht Ignoranten. Du bist ein Mensch, dein Gegenüber ist ein Mensch. Es wurden Fehler gemacht, es wurden Herzen verletzt, Herzen zerstochen und es gibt hier Dinge, die ihr mitnehmt in die Zukunft. Und wenn du jetzt hier wieder, wenn du jetzt hier sagst, okay, dann bist du in deiner Energie, hast du dann von sechs der Schwerter hingewechselt zu sieben der Schwerter. Ich zeige dir sieben der Schwerter. Du bist dann hier in deiner Energie. Und schau, wie dein Gegenüber reagiert. Es mag sein, wieder, dass dieser Mensch euphorisch zu dir kommt und einfach so schnell wie möglich mit dir die Mitte finden möchte. Aber so oder so wird hier dann das Thema aufkommen. So oder so. Wenn du hier sagst, ja, ist gut, schauen wir vorwärts, schauen wir vorwärts, schauen wir vorwärts, schauen wir vorwärts, sagt irgendwann dein Gegenüber, aber warte mal, wir hatten da noch etwas und das brennt mir auf der Seele. Ja, das ist ein König der Schwerter hier, sehr oft ein geschiedener Mann, kann auch eine Frau sein und die wurden hier verletzt und die möchten das auch angehen und durch dein Ja, hat dann dieser Mensch das Gefühl, dass du dich hier versuchst, davon zu stehen, davon zu kommen, mit was auch immer du getan hast. Ja? Und wieder ist hier Drama. 10 hier, 10 hier. Das hier muss sein. Das hier muss sein. Es war schon in deiner Wochenlegung vom 8. bis 14. Juni war das sichtbar, ja, dass man beidseitig hier die Mitte versucht zu finden, dass beidseitig hier Fehler eingestanden werden. Und auch bei der Wochenlegung war das Thema Schwert, das deinerseits falsch gelaufen ist. Ihrerseits war das Thema Münzen falsch gelaufen. Du warst bei sieben der Münzen. Sie hatten hier nichts geliefert. Und du bist hier in Bezug auf Schwert, Vernunft, Wörter, Kommunikation, Information, Transparenz. Da hast du die Fehler. Die solltest du ansprechen. Und gleichzeitig Hinweis, die Gegenseite war hier in Bezug von Münzen. Gab es da Probleme und ich sehe hier keine Münzen, ja, und deswegen auch die Warnung am Anfang, lass dich nicht blenden hier. Gegenseite, du musst auch was liefern.
Ja, ich rede hier auch wieder ein, aber du musst hier schon was liefern. Die Münzen, die fehlen mir hier immer noch. Das Versprechen, Versprechen einhalten, Zeit, Geld, solche Dinge, Langfristigkeit, Treue, etc., etc. Okay? 37, Drama, zeige mal. Drama. Grundbedeutung, Selbstkritik, das gekränkte Ego, unnötige Dramen. Das war unnötig hier. Das hier ist unnötig. Wenn man es hier schon angehen würde, wäre das hier unnötig. Also, Beziehungsbotschaft. Manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein, die zu Leid führt, aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen, verwickelteren Gründen. Scham, Angst vor Nähe und ein schwaches Selbstwertgefühl gehören zu den größten Herausforderungen für das Gelingen einer Partnerschaft. Bedenke jedoch, wie wertvoll es ist, um diese Dinge zu wissen. Gerade jetzt hast du eine große Chance zur Heilung. Aber du musst auch über die Geschichten nachdenken, aber du musst auch über die Geschichten nachdenken, die du dir selbst über Liebe, Nähe, Verlassenheit, Zurückweisung und Einsamkeit erzählst. Du musst nicht nur eine neue Geschichte beginnen, sondern dir auch dafür vergeben, dass du noch immer an den Alten hängst. Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an sie glaubt. Dennoch waren sie zu keiner Zeit wahr. What? Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an sie glaubt, an diese alten Geschichten, die du dir eingeredet hast, dennoch waren sie zu keiner Zeit wahr. Akzeptiere, dass du hier auch dir selbst was vorgemacht hast wieder und akzeptiere, dass deine Sicht nicht vollständig war, unvollständig war. Schutzbotschaft, es geht jetzt vor allem darum, keine Dramen zu inszenieren, vor allem nicht in Angelegenheiten, die nicht dein Bier sind. Okay. Sagt man wieder Leuten, okay. Deine Nerven liegen blank und daher ist es am besten, wenn du jetzt etwas Abstand zu den Dingen gewinnst. Für heute sei dein Mantra, damit habe ich nichts zu schaffen, die Dramatik wird sich legen und du wirst weitergehen, unversehrt und unbelastet von Schuldgefühlen. Das geht an jene, die nichts damit zu tun haben wollen, sehe ich hier. Ja. Dass ihr euch da draus hält. Aber die anderen, ihr müsst durch diesen Drama da, müsst ihr gehen. Durch diese Dramageschichte. Okay? Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passiert und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier wieder werde ich fragen, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.